Mayday Relay, Mayday Relay, Boat in Distress. 10. April. Bilder des Seenotrettungsflugzeugs von Sea-Watch. Etwa 20 Menschen befinden sich in Seenot. Die ehrenamtlichen Helfer wenden sich an Italien. Hallo? Hello, this is the air liaison officer from Umberg calling again. We tried to reach JRCC Libya, but okay. There was no one answering the phone. Do you know if the Libyan Coast Guard is active with the current war in Tripoli? At the moment, I don't have this information. We are still waiting another call from them. Okay. Hier ist die Seenotleitung Bremen, ja? Welche Behörde halten Sie aktuell für zuständig, den Seenotrettungsfall zu koordinieren? Zuständig? Rein rechtlich zuständig ist der libysche Staat. Und wenn es den nicht gibt, dann haben wir eine Situation, da ist am Ende rein rechtlich niemand zuständig. Niemand zuständig. Bis zu 8 Menschen sollen gestorben sein. Erst nach etwa 14 Stunden kommt Rettung, koordiniert von der libyschen Küstenwache. 26. März. Es gab eine Meldung über 41 Menschen in Seenot. Der Kapitän der deutschen Rettungsorganisation CI wendet sich an die Seenotleitstelle in Deutschland. Ich versuche hier händeringend an Informationen zu kommen. In Libyen erreiche ich niemanden. Ich schreibe regelmäßig, ich telefoniere regelmäßig. Dieses Boot ist irgendwo hier in der Gegend. Von den 41 vermissten Menschen fehlt bis heute jede Spur. Bei ihr landen solche Notrufe aus dem Mittelmeer. Watch the Met Alarm phone. Is it a distress call? Britta Rabe aus Köln arbeitet ehrenamtlich bei Alarmphone, einer Telefonhotline für Geflüchtete, die in Seenot geraten. Wir haben öfter die Erfahrung gemacht, dass Rettungen verzögert werden, weil sich die Seenotleitstellen nicht verantwortlich fühlen und die Verantwortung abgeben. Und dass es eben über Stunden dauert, bis tatsächlich dort Hilfe eintrifft, dann ist es oft zu spät. Britta Rabe informiert die entsprechenden Küstenwachen und berichtet über die Notfälle in den sozialen Netzwerken, schafft Aufmerksamkeit. Mehr als 240 Notrufe haben sie und ihre Kollegen in den letzten Jahren allein aus dem zentralen Mittelmeer bekommen und auch immer wieder versucht, die libysche Küstenwache zu informieren. Vergeblich, sagt sie. Wir haben mehrere Telefonnummern, ich würde mal sagen 8, die wir regelmäßig durchtelefonieren und dort ist eigentlich nie jemand erreichbar und auch per E-Mail ist die libysche Küstenwache nicht erreichbar. Jedenfalls erhalten wir nie Antwort oder Informationen über unseren Fall oder ob sie aktiv werden. Eine libysche Küstenwache, die offenbar schlecht erreichbar ist und die weiterhin von der EU und Deutschland trainiert und ausgerüstet wird. Wie kann das sein? Bis Sommer letzten Jahres war Italien für die Seenotrettung bis kurz vor der libyschen Küste verantwortlich. Gerettete Flüchtlinge wurden an einen sicheren Ort nach Europa gebracht. Seit letztem Jahr sind die Libyer für die Such- und Rettungseinsätze zuständig. Sie bringen Flüchtlinge zurück nach Libyen. Hilfsorganisationen berichten, dass die Küstenwache so gut wie nie erreichbar sei. Dadurch, dass wir unsere Aufklärungsflugzeuge dort jeden Tag in dem Seegebiet im Einsatz haben, rufen wir die prinzipiell täglich an. Fast täglich ist es so, dass wir auf mehreren Nummern niemanden erreichen und wenn man jemanden erreicht, dann eben niemanden englischsprachigen. Das bedeutet, dass man sich eben unnötigerweise viele Stunden lang in Lebensgefahr befindet und in vielen Fällen kommt es dann eben auch zur Katastrophe. Passiert es dann halt auch, dass Boote verloren gehen. Auch die Bundesregierung bestätigte jüngst, ihr seien Berichte über Schwierigkeiten bei der elektronischen oder telefonischen Erreichbarkeit der libyschen Küstenwache bekannt. 18. März. Ca. 50 Menschen sind in Seenot. Sea-Watch kontaktiert die libysche Küstenwache. Hallo. Hello, sir. This is Air Liaison Officer for Moonbird speaking. No, speak English. No, speak English. Yes, yes, but we have a distress case. Yes, but we have a distress case, a rubber boat. No English, no English. Please, sir. You are the MRCC Libya. You are responsible for distress cases, and I am referring a distress case to you. Please, no, speak English. Man kann ja bei Tripolis nicht über eine Fehlkoordination sprechen, weil es findet ja überhaupt keine Koordination statt. Also, die wird einfach komplett unterlassen. Und auch die EU-Mitgliedstaaten, die in der Lage dazu wären, zu helfen, unterlassen jegliche Hilfeleistung.
wenn sie dann in der libyschen SAR-Zone stattfindet. Und insofern kann man auf der einen Seite auf der libyschen von Unfähigkeit sprechen und auf der anderen Seite von europäischer Seite aus von Unwillen. Und das führt einfach dazu, dass in diesem Seegebiet einfach niemand mehr verantwortlich ist. Und das führt dazu, dass unweigerlich Menschen sterben. Libyen, ein Land, in dem der Bürgerkrieg eskaliert. Vororte der Hauptstadt Tripolis in den vergangenen Tagen. Milizen aus dem Osten des Landes kämpfen gegen Milizen aus dem Westen. Ein offener Bürgerkrieg. Mindestens 42.000 Libyer sind mittlerweile vor den Kämpfen geflohen, berichten die Vereinten Nationen. Und so präsentiert sich die libysche Küstenwache in diesen Tagen, bereit für den Kampf um Tripolis. Seenotrettung sei keine Priorität mehr, verkündete der libysche Innenminister via Facebook. Die Küstenwache war verantwortlich dafür, die Küsten vor illegaler Migration zu schützen. Nun mussten wir einen großen Teil abziehen, um die Küsten vor den angreifenden Truppen von Warlord Haftar zu schützen. Trotzdem setzen die EU und Deutschland weiter auf die libysche Küstenwache. Diese hat in diesem Jahr schon mehr als 1.000 Menschen vom Mittelmeer zurückgebracht, zurück in ein Kriegsgebiet. Flüchtlinge landen dann in solchen Internierungslagern, weit weg von Europa. Der renommierte Libyen-Experte Wolfram Lacher kritisiert, dass es der EU immer nur darum gehe, die Flüchtlinge fernzuhalten. Frieden und Stabilität in Libyen spielten so gut wie keine Rolle mehr. Die Migrationspolitik hat in den letzten Jahren in Europa die Libyen-Politik völlig dominiert. Das heißt also, man ist weggegangen von dem Versuch, die Konflikte in Libyen zu lösen und hat sich völlig darauf konzentriert, die Zahlen der Migranten und Flüchtlinge herunterzuschrauben. Für die Konfliktlösung in Libyen hat sich da eigentlich keiner mehr wirklich interessiert. Und das hat dramatische Folgen, auch für Flüchtlinge. Seit Wochen rücken angreifende Milizen von Süden immer weiter auf die Hauptstadt Tripolis zu. Unweit der Front gibt es 7 staatliche Flüchtlingsgefängnisse, in denen etwa 3.000 Gefangene interniert sind. Die sind besonders gefährdet, weil sie eben keine Möglichkeit haben, sich zu schützen, weil sie gefangen sind in diesen Lagern, weil Kampfhandlungen direkt in unmittelbarer Nähe stattfinden, weil es Explosionen gibt, Schusswechsel. Und sie sind nicht nur gefährdet durch Querschläger oder durch diese Art von Beschuss, sondern sie werden auch direkt angegriffen. Das heißt, die geflüchteten Migrantinnen sind in direkter, akuter Lebensgefahr. Wie gefährlich die Lage ist, zeigen Aufnahmen aus dem Flüchtlingsgefängnis Kasr bin Gashir. Bewaffnete hätten das Feuer auf Gefangene eröffnet, berichtet die Organisation Ärzte ohne Grenzen. Es soll mehrere Tote und mindestens 12 Verletzte gegeben haben. In solch eine Kriegssituation dürfe man keine Flüchtlinge zurückbringen, fordern nun die Vereinten Nationen. Libyen ist kein sicherer Ort, an den Flüchtlinge oder Migranten zurückgebracht werden können. Und die Kämpfe, die wir gerade erleben, verstärken unsere Sorgen zusätzlich. Und die Europäische Union und die deutsche Bundesregierung müssen jetzt, spätestens jetzt, reagieren und ihre Unterstützung beispielsweise für die libysche Küstenwache einstellen, die ja die Menschen genau wieder zurückbringt in diese Gefahr, in diesen Kreislauf aus Ausbeutung, Gewalt. Und das kann so nicht weitergehen. Es geht aber weiter. Die EU und die Bundesregierung teilen uns mit, man wolle die libysche Küstenwache auch zukünftig ausbilden und ausrüsten, damit mehr Menschen aus Seenot gerettet werden. Durch eine Küstenwache, die offenbar kaum erreichbar ist und Menschen zurück in ein Land bringt, in dem der Krieg eskaliert.